Und wunderschön, wunderherzlich willkommen, herzlich. Hallo, ich bin's, eins Ronny. So. Ach ja, noch 800 Kilometer müssen wir fahren. Tja, dauert echt länger, als ich gedacht hätte. Ja gut, so viele Langsamfahrstellen, wie auch drin sind. Können wir froh sein, dass wir überhaupt so schnell waren. Ein Zeigen Sie die Sturm Ebene. draußen, ey. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt habe ich voll Angst, hier die Kamera rumzudrehen. Nicht, dass er wieder unsere Lenkung versaut. Ja, sagt normalerweise passiert sowas eigentlich nicht. Also. Ah, siehst du, jetzt hat das auch nicht gemacht. Ich meine, mir ist davor, ist bisher auch nur einmal passiert, dass er beim Fotomodus die Lenkung versaut hat. Ist also scheinbar wirklich super selten, aber es kommt halt irgendwie doch ab und zu mal vor.
das verstehe ich übrigens nicht. Schau mal hier. An manchen Stellen sind so diese Bordsteine, so wie hier. Guck mal, wie ich langfahre. Super schön kurvig. Und an manchen Stellen, so wie im Tunnel zum Beispiel gerade eben, da hast du halt diese extrem kantigen Bordsteine, die so richtige Knicke machen. So, warum ist das so? Hier zum Beispiel. Hier hast du auch diesen Bordstein, der so extrem knickig ist. Ja. Erstens sieht das super behindert aus. Sieht aus wie ein Spiel von 2000. Und zweitens, ich meine, wenn es auch schöne runde Bordsteine gibt, warum sind nicht einfach alle schön rund? So. Warum gibt es da zwei verschiedene Arten? So. Verstehe ich nicht. Am besten gleich mal links einordnen und zum Pennen gehen, gell? Ich weiß noch nicht genau, da vorne ist die Parkfläche zum Tanken. Aber wo ist die Raststätte? Also die Fläche, wo man pennen kann. Ah, hier nicht. Dent oder was? Ah, sieht fast so aus, als wenn es da sein könnte. Die ganze Zeit mit Licht gefahren? LOL. Warum diese? Eigentlich kann ich hier auch gleich tanken, ne? Ah, wobei, ne. Das lohnt sich mir. Aber. Ich habe auch meinen Kopfhörer wieder mit Batterie low. Zum Glück kommen wir bei ETS nicht zwangsweise Kopfhörer. Ah, ne, Leute.
Oder Donny, hell. Der hat doch gerade Blinker an. Was ist los mit dem? Hammer, da kommen. Können wir doch gerade, sehr gut. Sehr schön. Aber wenn schon so ganz ohne Ton schon echt ungewohnt ist. Weil muss jetzt aufpassen, dass ich keine komischen Lieder summe, die dann nicht zu der Musik passt, die ihr gerade hört. Denn ich höre die Musik gar nicht mehr. Well, that's fucked up. Das ist das Einzige, was ich in diesen Kopfhörern nicht so mag. Die sind zwar super geil und alles, aber diese, wenn die Batterien fast leer sind, diese alle 5 Minuten, Battery Low, vor allem auf voller Lautstärke auch noch. Also, ist jetzt nicht super laut, aber ist halt lauter als das, was man so hört. Oder mindestens genauso laut. Das rechnet dann halt immer komplett raus. Ich kriege halt Jumpscare immer. Oder halt, wie gesagt, alle 5 Minuten. Würde vollkommen ausreichen, wenn diese Meldung 1, vielleicht 2-mal kommt. Vielleicht auch 3-mal. So, und dann ist gut. Aber nee, das Ding ist wirklich konstant die ganze Zeit. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Muss die Kopfhörer irgendwo mal abschalten. So, hier muss ich raus. So, sieht das super eng aus. Wow. Vor allem ganz schön dunkel hier. Holy shit. Das ist ja eine geile Gegend hier. Gefällt mir echt gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sehr schnieke Atmosphäre. Und vor allen Dingen, man sieht halt, selbst wenn es insgesamt halt relativ hell ist, gibt es halt trotzdem noch extrem dunkle Stellen, so wie hier. Wenn halt, ne, weil das Problem ist halt, auch muss ich halt dran gewöhnen. Das heißt, wenn man in der vorderen Umgebung, sag ich jetzt mal, sehr viele helle Sachen hat, dann sind halt die dunklen Gebiete fürs Auge halt, wie im echten, kaum erkennbar. Ne, wenn man aber wirklich fast im ausschließlich dunklen ist, also in der näheren Umgebung keine Lichtpunkte sind, dann hat das Auge wirklich die Möglichkeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen und dann kann man auch besser gucken in Dunkelheit. Und dass sie das jetzt hier in dem Spiel so gut umgesetzt haben, ist schon echt geil. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Jesus Christ. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Ach halt, das. Kann man hier irgendwie günstig ein Foto machen? Ah. So, dass das Kreuz auch noch drauf ist. Komplett. Ungefähr so. Ah, let's go. Aussieht Autobahn. Leider immer noch nur 70. Aber oh, jetzt wird es wieder richtig dunkel. Das ist schon geil.
aus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Aus der Autobahn. Endlich. Yeah, 90. Uhuh. Endlich mal richtige Straßen hier. Holy Wackamoli. Vielleicht müsste auch die Dämmerung einsetzen. Da brauche ich wieder eine Abzweigung. Kacke. Dreckslife. Rechts halten und dann auswärts rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Das war so nur eine kurze Kostprobe, damit uns auch nochmal wachgerufen wird, was wir eigentlich vermissen. Ja? Damit uns da richtig schön unter die Nase gerieben wird. Guck mal, so schnell könntest du normalerweise fahren, aber nicht mit mir. Finde ich schon hart unfair. Echt nicht nett. Oh, da ist die Dämmerung. Ah, schön. Hat ja nicht mal Atmosphäre hier. Sehr geil. Sogar mehr öfter als alle 5 Minuten. Ja, Richtung alle 3 Minuten oder so. Dreckskopfler. Ah. Seid ihr schon sehr atmosphärisch? Muss man einfach mal so sagen.
Warum ist hier ein 50er-Schild? Dahinter ist nochmal eine Warnung. Achtung, nur 50. Was ist hier los, Mann? Da macht ja gar keinen Sinn. Da kommen so die ersten Sonnenstrahlen, yay! Die Sonne, sie ist da! Ich glaube, da vorne bei der Raststätte mache ich erstmal Folgenende. Ohne Kopfhörer ist doch recht ungewohnt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Easy. Ja, schön. Na dann. So, machen wir an der Stelle erstmal Pause. Warte. Wir haben immer noch 13 Stunden vor uns. Oh, fuck, Alter. Hä? Wieso das denn?
Wir hatten doch schon 13 Stunden, als wir hier mit der Folge begonnen haben. Wir haben immer noch 800 Kilometer vor uns. Ach, nee, nevermind. Das ist jetzt, weil ich jetzt gerade weil uns die einmal komplett zurückschickt. Deswegen. Das ist, ja. Weil wir gerade so komisch parken, quasi. Wenn ich jetzt hier Punkte mache, wegmache, geht nicht. Und wie denkt er, dass wir hier nicht in die Richtung rausfahren können? Respekt. Naja, auf jeden Fall ja. Das liegt daran. Weil eben dieses Jahr, also das wäre ja. Holy shit. Hat er dafür schon gekriegt? Das ist interessant. Gut, dann ja. Was erstmal für die Folge. Dann mache ich heute doch erstmal Feierabend. Obwohl es nur erstmal 3 Folgen waren. Egal. Und ja. Muss ich nächstes Mal 5 Folgen machen. Statt 4. Easy. Wenn meine Kopfhörer wieder geladen sind. Digga, ich sehe aus wie so ein Pilz. Blöde Kopfhörer. Ja. Bis dann.